So, herzlich willkommen. Neues Video von Savage Scooters. Heute beschäftigen wir uns mit diesem Auspuff. Was hat es damit auf sich? Das ist die neue Big Box Touring Nummer 2 oder Version 2. Die ist jetzt letzte Woche auf den Markt gekommen. Ich bin in der glücklichen Lage, die mir jetzt mal zur Brust nehmen zu dürfen. Wir werden die testen. Und zwar meiner Meinung nach mit dem, ich sag mal in Anführungszeichen, Hengst der Klasse, nämlich der Polini Box. Die Polini Box ist hier verbaut in diesem wunderschönen grünen Roller, den ihr hier seht. Das ist meine Neueroberung. Und zwar eine ehemals PX80, die ich umgebaut habe auf einen 200er Motor. Damit ihr wisst, worum es hier geht, das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir fangen wie üblich an mit einem schönen Einstieg in das Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei selbigen. So, es geht um die Big Box Touring 2. Also um die neueste Version der gut bekannten, allseits beliebten Big Box Touring Box. Und zwar holen wir die jetzt mal raus. Oh, da sind sogar Federn mit drin. Sekunde. So, also. Sonst ist nichts weiter drin. Im Lieferumfang ist ein Halterungsblech und zwei Federn für den Auspuffkrümmer. Packen wir sie mal aus. So. Ah ja. Schauen wir mal. Also, wie wir sehen, sehen wir die traditionelle Klemmhalterung. Ja, wie sie üblich ist, sowohl bei der Polini-Box als auch jetzt hier. Was wir sehen, dass wir für die Federn auch die entsprechenden Federeinhängungen haben. Das heißt, wir können sowohl mit Klemmung als auch mit dem entsprechenden Federhalter fahren. Hier steht sogar die Woche der Produktion drauf. 38. Woche 22. Also die ist noch handwarm. Die ist quasi ganz frisch. Verstärkungsblech an der Unterseite, damit das Krümmerchen vielleicht nicht so viel Eigenschwingung aufbaut und die Box noch ein bisschen mehr Stabilität hat. Was wir sehen, das ist ganz interessant, ist hier ein, kann man da gut sehen, ja, ne? Da ist so ein kleines Röhrchen in dem großen Röhrchen. Das ist eine Durchlassminimierung von 20 auf 18 mm. Ja, ansonsten scheint der Korpus ein bisschen gewachsen zu sein. Also da sind, ja, der Krümmer ist auch ein kleines bisschen größer geworden. Da sind wohl also entsprechend auch neue Formen für erstellt worden. Also das ist jetzt meiner Meinung nach nicht etwas, was auf altbewährtem beruht, sondern man hat sich da wirklich die Mühe gemacht und neue Formen erstellt und ist da auch einen entsprechenden Weg gegangen. So, wir werden diese Box jetzt testen. Zu was ist sie in der Lage? Was kann sie leisten? Im direkten Vergleich zur Polini-Box. Andere Boxen habe ich nicht da, aber wir testen jetzt die Box hier gegen die Polini-Box. Und haben vielleicht dann auch die Aussagekraft, die wir haben müssen. Vielleicht zum Motor für euch, womit wir das testen. Das Setup hier in meiner 200er ist ein 210er Malossi Sport mit einer 60er Langhubwelle von BGM. Nichts weiter dran getan, außer zusammengesteckt. Der Einlass ist original belassen hier bei der 200er. Überströmer wurde nicht angepasst, Auslass wurde nicht berührt. Es gibt einen Hubausgleich am Kopf, das heißt die 60 mm Hub wurden am Kopf ausgeglichen mit einem 1,5er Spacer und einer Quetsche von 1,3. Getriebe ist normal, also die Hauptwelle ist normal, die Nebenwelle ist normal. Was ich verbaut habe, ist eine 2464er Primär. Der Roller ist schon sehr, sehr gut unterwegs, also wir waren schon ein paar Touren damit fahren. Der ist auch sehr schnell. Auf der Straße sind 120, 130, überhaupt kein Problem. Der Tacho befindet sich dann immer so unten Richtung Piaggio-Zeichen. Ihr habt ja in dem letzten Video, was ich euch gezeigt habe, auch das Opfer dieses Rollers gesehen, nämlich der Onyx. Der hat es nicht so ganz geschafft, der hier hat überhaupt kein Problem gehabt. Der Roller heißt Frogger, das ist das neue Lieblingsstück meiner Frau und ist eigentlich vom Setup her so diese typische Brot und Butter und Tourer-Sandwich, was sich ja jeder von uns reinziehen kann, wenn er Bock drauf hat. Ich glaube, irgendwie um die 22, 23 PS gehabt beim letzten Mal, als ich ihn auf der Roller hatte. Wir gucken mal, wo er jetzt steht. Also, wir testen den gegen die Polini-Box. Wir fangen jetzt an mit der Polini-Box. Das heißt, wir machen jetzt erstmal einen Lauf und gucken, wo wir stehen. Und dann können wir das Ganze, glaube ich, ordentlich bewerten. Ich werde das Ganze auch mit geschlossenem Vergaserdeck fahren. Jetzt bei dem 200er-Thema haben so ein paar Leute zu mir gesagt, ja, du musst auch schon mal einen Deckel drauf machen, damit man auch einen direkten Vergleich hat, was passiert, wenn man mit Deckel fährt. Ich glaube, ich werde in dem Video tatsächlich mal mit Deckel und ohne Deckel machen, damit ihr mal einen Vergleich habt, wie sich das in Zahlen so niederschlägt. Ja, das Ganze, da möchte ich dann auch den Wünschen der Leute nachkommen, die dann sagen, hier,
Tut mir gefallen, mach mal einen Deckel drauf, sonst ist das ja total unrealistisch. Glaube ich nicht, weil meine Bedüsung sowohl mit Deckel als auch ohne Deckel gut funktioniert. Aber das gucken wir uns jetzt an und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. So, wir beginnen mit der Polini-Box und wie ihr seht, ist das Setup genau so, wie ich es euch beschrieben habe. Ist ein Deckel drauf von der Firma Westtec. Da kann man es auch nochmal ganz genau sehen. Und wir beginnen mit der Polini-Box, die jetzt drunter ist. Für die Vereinfachung mache ich es immer so, dass ich meine Boxen immer schlitze. Ne? Also ich schlitze die ein, die Schraube kommt weg. Das ist aufgrund der einfacheren Montage am Motor besser gegeben. Ja? Also ihr seht, das ist die Polini-Box und da haben wir die Big Box. Jetzt werden wir hiermit das erste Setup mal durchorgeln. Also die ist ganz kalt. Die ist noch nicht gelaufen. Hier, also ihr könnt sehen, da ist nichts heiß oder so, sondern die ist rotzekalt. Da werde ich jetzt mal den ersten Lauf mitmachen und dann werden wir mal gucken, wo wir uns da mit der Leistung her wiederfinden. So, fangen wir an mit der ersten Runde. Moped ist eiskalt, ich muss erstmal ein bisschen warm fahren und dann fangen wir jetzt mal an. Ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Also, auf geht's. So, die erste Messung haben wir durch, oder beziehungsweise die ersten drei Messungen. Also, Polini-Box haben wir gemessen, jetzt gerade drei Läufe, ihr habt es gesehen. Die PS-Leistung ist im Grunde stabil geblieben, 0,2 PS hat sie abgebaut pro Lauf und auch ungefähr 0,1, 0,2 Newtonmeter pro Lauf. Aber da kann man doch schon davon ausgehen, dass das relativ stabil läuft. Das Diagramm vom letzten Lauf, gehen wir fairerweise auf den letzten von den drei Läufen und ich zeige euch das jetzt mal Sekunde. So, wie ihr sehen könnt, ist, oder gehen wir mal hier, so ist ein bisschen besser. So, sehr schöne gleichmäßige Kurve. Wir haben einen doch sehr sanft ansteigenden Drehmomentverlauf, der in der Spitze 25,4 Newtonmeter ist und in der Spitze 23,38 PS. Sieht aber sehr, sehr schön aus und ist auch für das Konzept dieses Rollers angemessen. Also das ist das, was ich mir tatsächlich erwartet hatte. 23 bis, naja, vielleicht 24 PS. MK2 Malossi Sport, also neueste Generation, der ist sowieso ein bisschen leistungsstärker. Jetzt gucken wir uns mal die Big Box Touring Version Nummer 2 an und dann bin ich mal gespannt, wozu die in der Lage ist. Also, Setup bleibt alles gleich. Ich zeige euch gerne nochmal. Ne? Also, Vergaserdeckel ist drauf. Ja, das Ding wirft 23,4 PS. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Big Box. Was mich per se immer an der Polini-Box immer ein bisschen gestört hat, ist, dass man die nie dicht kriegt. Ne? Also da kannst du tun und lassen, was du willst. Die Polini-Box ist nie dicht zu kriegen. Und die Big Box Touring wird jetzt zeigen müssen, wo sie da ihre Stärken hat. Aber wenn wir die beiden jetzt mal nebeneinander legen, da können wir schon mal ein bisschen was erkennen. Und zwar ist der Krümmerverlauf tatsächlich ein anderer. Da ist ein bisschen mehr Länge im Krümmer. Nämlich hier haben wir noch eine kleine Schlange, die sich hier lang windet und der Krümmer ist per se vom Durchmesser her auch größer, also doch ein ganzes Stück größer.
Wie ihr seht, ich habe beide Boxen geschlitzt, damit ich immer leicht an- und abbauen kann, weil mit dem Prüfstand und Hinterrad demontieren habe ich dann keine Lust zu. Was mir auch auffällt, dass wir hier zwischen Platz haben an der Polini-Box und bei der Big-Box ist hier kein Platz, also ganz, ganz wenig. Und auf der Rückseite haben wir natürlich noch diese zusätzliche Verstrebung an der Stelle. Ich bin sehr gespannt, wir werden jetzt mal die Big-Box montieren und dann werden wir die nächste Runde fahren. So, der Auspuff ist getauscht, hier liegt die Polini-Box. Da ist jetzt die Big-Box drunter. Was ich sehr positiv finde, ist, dass der MK2 natürlich gleich die Einhängung am Auslass hat. Da kann man die Feder einhängen. Und dann braucht man da oben nicht mit dieser Verschraubung da rumzueiern. Deswegen habe ich den jetzt erstmal nur mit einer Feder eingehängt. Und auf der anderen Seite natürlich verschraubt. Was wir sehen ist, dass wir ein PS, ja, ein gutes PS weniger haben. Jetzt haben wir aber noch die Möglichkeit, das kleine Inlet, nämlich aus dem Auspuffröhrchen rauszuholen. Und das werde ich jetzt mal machen. Das heißt, ich nehme jetzt die Verjüngung aus dem Endrohr und dann gucken wir mal, wo wir dann stehen. So, da ist das Röhrchen. Das haben wir jetzt rausgeholt aus dem Endrohr von der Big Box. Das war dort eingeschweißt, eine Durchlassminimierung. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt an PS hinkriegen. Ja, nächsten drei Läufe. Yeah.
So, das war's. Wir sind fertig. Wir haben jetzt drei Kurven. Kleines Fazit. Polini Box und Big Box Touring Version 2. Ich glaube, diese beiden Auspuffanlagen geben sich nicht viel. Also die geben sich eigentlich fast gar nichts. Die sind beide gut. Beide zeigen das, was sie sollen, nämlich Leistung im unteren und mittleren Bereich. Die Polini Box ist ein kleines bisschen besser oben. Die Big Box ist ein kleines bisschen besser in der Mitte. Sodass du für dich entscheiden musst als Fahrer, worauf du mehr Wert legst. Aber wenn wir uns das jetzt mal angucken, ich schwenke euch mal eben um, Sekunde. So, wenn wir uns jetzt die Kurven angucken, sehen wir, dass diese wirklich fast identisch sind. Ne? Also das Rote ist die Polini-Box. Die Polini-Box ist hier oben raus ein kleines bisschen besser. Und im mittleren Bereich ist die Big-Box ein bisschen besser, was sich auch in den Zahlen widerspiegelt. Ne? Also wenn ihr die Zahlen mal guckt. So, die Polini-Box hat 23,4 PS und 25,2 Newtonmeter und die Big-Box hat 22,8 PS und 24,9 Newtonmeter. Das ist, der mittlere Wert ist mit dem kleinen Röhrchen und der untere Wert ist mit dem großen Röhrchen, also das kleine Röhrchen demontiert. Lautstärkenmäßig macht das ein bisschen was aus, also sie wird lauter, sie wird sonorer, sie wird männlicher, aber an den Kurven macht das signifikant nicht wirklich viel aus. Sie ist durch das größere Röhrchen ein bisschen potenter geworden und ja, zeigt ein ganz kleines bisschen mehr Leistung. Hier in diesem Bereich zwischen 4.500 Touren und also 5.500, fast Richtung 6. Hier ist die Big Box ein bisschen stärker, ja, und oben raus bei Enddrehzahl. Und wir fahren ja relativ selten Enddrehzahl, sondern wenn du im vierten Gang so in der Stadt 50 km/h bürstest, dann bist du so eigentlich in dem Bereich 4.500 bis 5.500 Umdrehung und da ist die Polini Box doch der Big Box ein bisschen unterlegen. So, also es liegt jetzt tatsächlich im Auge des Betrachters, ob man sagt, die ist besser oder die ist besser. Ich persönlich würde tatsächlich sagen, die beiden Auspuffanlagen geben sich nichts. Und was man noch bedenken muss, ich habe jetzt hier nur ein einziges Setup getestet, nämlich 210er Malossi Sport, völlig unbearbeitet und unbeleckt. Ich werde diese Auspuffanlage noch testen auf einem membrangesteuerten Motor mit 35er Mikuni. Da werde ich die Anlage nochmal testen und dann werden wir mal gucken, wie sie da performt, weil ich glaube, dass auch aufgrund der Krümmerkonstellation und des größeren Auslasses die Anlage, also die Big Box Touring 2, noch mehr Reserven hat bei deutlich potenteren Motoren, also Boxmotoren, die mehr Leistung haben. Da gucken wir mal. Also da hat der, wie viel PS hatte der auf dem Membranmotor, die Polini Box, ich glaube 23 PS. Mit der Nessie hat man knappe 27 PS. Und wir gucken mal, wenn ich den Motor eingebaut habe in den Onyx, wo wir dann da liegen. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen, da kann man es nochmal sehen, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, beide Anlagen sind gut. Jetzt kann man sich überlegen, was man kaufen möchte. Die performen beide in dem gleichen Bereich bei diesem Motorkonzept. Und wie das bei euch ist, das müsstet ihr tatsächlich selber rausfinden. Aber ich glaube, das hat euch mal einen ganz guten Eindruck gegeben, wo wir so im Moment mit diesen beiden Auspuffanlagen stehen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar. Ich krieg das nie hin. Und ja, wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee, bleibt hässlich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.